Am 23. Mai 1989 wurde der Hannoveraner Hacker Karl Koch tot aufgefunden. Zum Zeitpunkt seines Todes liefen bereits seit mehreren Monaten beim Bundesamt für Verfassungsschutz und beim Bundeskriminalamt Verfahren gegen ihn und andere Mitglieder seiner Hackergruppe. In der Familie Karl Kochs gab es bereits seit Anfang der 1970er Jahre Streitereien. Wegen Alkohol- und Eheproblemen trennten sich seine Eltern. Die Mutter starb 1976 und der Vater 1984 an Krebs. Karl Kochs Vater war Ressortleiter für den Lokalteil bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Er ist möglicherweise im Zusammenhang damit bereits Anfang der 1970er Jahre oder sogar früher auf die schwarze Liste des BND gesetzt und bearbeitet worden. Beide Eltern sind also nach langjährigen Schwierigkeiten auf persönlicher Ebene an Krebs gestorben. Das sind sicher keine Zufälle, wenn man bedenkt, dass Karl Koch danach jahrelang offen verfolgt und dann ermordet wurde. Der Erfahrung nach wird lange vor der offenen Verfolgung immer eine verdeckte Verfolgung zur Isolierung, einschließlich Zerstörung der Familien durchgeführt. Karl Koch schaffte die Versetzung in der Schule wegen häufigen Fehlens als Folge von Schlafstörungen nicht. Mit der Erbschaft von 100.000 D-Mark gründete er einen eigenen Haushalt und gab in kurzer Zeit sehr viel Geld aus. Einen Teil seiner Erbschaft nahm man ihm dadurch, dass er eine Therapie bei einer eigenständigen Kinder- und Jugendtherapeutin begann, die er nach einem Dreivierteljahr abbrach. Die Kosten für diese Therapie wurden von der Krankenkasse nicht übernommen, sodass er sie selber bezahlte. Die Schlafstörungen sind mit ziemlicher Sicherheit die Folge von absichtlichem Schlafentzug mit technischen Mitteln. Das habe ich selber Anfang bis Mitte der 1980er Jahre auch erlebt. Eine brutalere Variante ist in meinen Filmen Folter nachts dokumentiert. Im Laufe des Jahres 1985 begann Karl Koch unregelmäßig Kokain zu schnupfen, weil er es von einem befreundeten Programmierer geschenkt bekam. Gegen Ende des Jahres 1985 schnupfte er dann regelmäßig das kostenlose Kokain. Ab Frühjahr 1986 musste Karl dann für das Kokain bezahlen, sodass seine Erbschaft schnell aufgebraucht wurde. Den Wert des geschenkten Kokains hat sich der befreundete Programmierer danach wiedergeholt. Das ist wie aus dem Lehrbuch. Der befreundete Programmierer bot Karl viel Geld bzw. Drogen für die Informationen aus der Hackertätigkeit an. Im Spätsommer 1986 gibt die Gruppe um Karl Koch zum ersten Mal Daten an das KGB und erhält dafür 30.000 D-Mark. Karl bemerkt, dass er auffällig beschattet wird. Später erfährt er von einem befreundeten Journalisten, dass der Bundesnachrichtendienst ihn observierte und sogar einen Schlüssel zu seiner Wohnung besaß. Zu dieser Zeit unternimmt Karl mehrere Selbstmordversuche. Der BND hat also Karl Koch bereits seit Mitte 1986 komplett überwacht und offen verfolgt, um ihn unter Druck zu setzen. Wenn Karl Koch so labil gewesen wäre, dass er Selbstmord begehen wollte, hätte der BND ihn ohne Schwierigkeiten unter Kontrolle halten können. Man muss also davon ausgehen, dass bereits diese Selbstmordversuche eigentlich schon Mordversuche des BNDs waren. Es gibt auch eindeutige Beweise für Gehirnwäsche mit technischen Mitteln durch den BND. In dem Beitrag Wie eine Wunderkerze in der Zeit vom 14. Januar 1999 heißt es: Seine Freunde erinnern sich. Da war diese Nummer, da wollte er wohl bei 180 Sachen aus dem Auto aussteigen. Weil er glaubte, gerade jetzt wären sie ihm auf die Spur gekommen, die Illuminaten. Oder die Geschichte von der endlosen Computersitzung, nach der er sicher gewesen sein soll, was Großes sei in die Luft geflogen. Ein Atomkraftwerk oder so. Das war am Tag des Supergaus in Tschernobyl, bevor die Nachricht an die Öffentlichkeit drang. Vom Unfall in Tschernobyl kann Karl Koch nicht gewusst haben, bevor er veröffentlicht wurde. Das kann ihm also nur vom BND mit Gehirnwäsche eingetrichtert worden sein. Ähnliches habe ich selber im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die U-Bahn in London erlebt. Der BND hat 4 Tage vorher nicht nur gewusst, dass es einen Anschlag geben wird, sondern auch, dass die Attentäter aus Leeds kommen. In Alle großen Anarchisten starben am 23. im Spiegel heißt es,
Vor seinem Verschwinden, erinnern sich Bekannte, habe er wirres Zeug von Außerirdischen geredet. Über die vorangegangenen Verhöre durch Verfassungsschutz und BKA heißt es aber in der Zeitschrift Tempo: Karl Koch machte bei den Gesprächen einen durchaus gefestigten Eindruck. Karl Koch ist also offensichtlich zeitweise mit den gleichen Gehirnwäsche- und Steuerungstechniken bearbeitet worden, wie sie in den Fällen Anneliese Michel, Ulrike Meinhof und Jan-Karl Raspe dokumentiert wurden. Das ist in meinen Filmen zu diesen Fällen erläutert. Über die gezielte Isolierung Karl Kochs vor dem Mord an ihm lesen wir in Heute ist nichts Neues, das Alte ist traurig genug, herausgegeben vom Chaos Computer Club. Koch wurde im Laufe der folgenden Monate zunehmend von seinem sozialen Umfeld isoliert und entwurzelt. Er weigerte sich schließlich, auch mit Vertretern des Chaos Computer Clubs zu sprechen. Journalisten, mit denen der Chaos Computer Club jahrelang zusammenarbeitete, hüllten sich in Schweigen. Geheimniskrämerei, Unterstellungen und schwere Vorwürfe wurden zu Alltagsverhalten. Den Journalisten ist also offensichtlich von staatlicher Seite der Kontakt zu Karl Koch untersagt worden. So wie Karl Koch nach den Veröffentlichungen ebenfalls immer wieder aufgefordert wurde, den Kontakt zu seinen Freunden und Bekannten abzubrechen. Wenn irgendwo ein solches Verhalten erkannt wird, muss man davon ausgehen, dass durch die gezielte Isolation ein Mord vorbereitet wird. Das war auch bei meinem Bruder Markus Bott so. Markus ist mehr als 5 Jahre lang offen gefoltert worden. Im April und Mai 2009 ist er dann aus unserem Haus gefoltert worden und musste unbedingt eine eigene Wohnung in Karlsruhe haben. Am 11. Juli 2009 ist er dann dort vom BND ermordet worden. Und weiter heißt es in Heute ist nichts Neues. Währenddessen bemühten sich Freunde, für Kochs künftige Existenzsicherung zu sorgen. Er bekam einen Job bei der CDU Niedersachsen, wo er als Bürohilfe eingestellt wurde. Alle mit diesem Fall befassten Personen wurden geheim verpflichtet. Es war schließlich der Spiegel, der zuerst den Namen Koch im Zusammenhang mit Drogenabhängigkeit und KGB-Aktivitäten in Computernetzen nannte. Von da an war für Koch jede Chance eines Neubeginns vertan. Gegenüber dem Hamburger Abendblatt erklärten die Journalisten Bernd Sch und Axel L. großspurig, sie hätten die Geschichte aufgedeckt. Soweit in Heute ist nichts Neues. Also haben zumindest Teile der Medien versucht, den Fall Karl Koch öffentlich zu machen. Wie Karl Koch selber gesagt hat, schützt seine Bekanntheit ihn davor, vom BND ermordet zu werden. Leider war er noch nicht bekannt genug. Auch weil von anderer Seite ihn unverantwortlicherweise gebremst wurde. Richtig wäre es gewesen, durch Herstellung von Öffentlichkeit die offene Verfolgung, Folter und letztlich den Mord an Karl Koch unmöglich zu machen. Und dabei gilt, any news is good news. Es heißt weiter in Heute ist nichts Neues. Der Chaos Computer Club und einige verantwortungsvolle Journalisten bemühten sich in den vergangenen Monaten, diese Geschichte seriös zu behandeln und Koch davor zu schützen, in der Öffentlichkeit vermarktet zu werden. Wo es nichts nützt, ging man sogar so weit, allzu forschen Kollegen bewusst Steine in den Weg zu legen und setzte sich damit dem Vorwurf der Rufschädigung aus oder das Netz zu beschmutzen. Fotos von Betroffenen waren heiß begehrt. Wo immer es ging, wurde eine Veröffentlichung von jenen verhindert, die die Brisanz des Themas einschätzen konnten. Und genau das hat Karl Koch das Leben gekostet. Von vielen Seiten ist kurz vor dem Mord die Presse massiv behindert worden. Karl Koch dagegen hatte mit Journalisten Kontakt und wollte mit einem sogar ein Buch schreiben. Vom 24. bis 27. April 1989 wird Karl Koch vom Bundeskriminalamt in Meckenheim vernommen. Es ist seine letzte Aussage. Am 22. Mai 1989 bezieht Karl eine vom Verfassungsschutz bezahlte Wohnung in Hannover-Herrenhausen. Er sollte sich von seinem Umfeld lösen. Am 23.05.1989 kommt Karl von einer Dienstfahrt nicht zurück. Am Abend des 1. Juni 1989 wird Karl Kochs Leiche völlig verkohlt in einem Waldstück bei Ohof im Landkreis Gifhorn gefunden. Er hatte sich angeblich mit Benzin übergossen und angezündet. Was war das Motiv für den Mord an Karl Koch?
Die KGB-Verbindung war mit Sicherheit kein Motiv, ihn zu ermorden. Dieser Kontakt ist von Peter Karl hergestellt worden. Er ist mit der S-Bahn nach Ost-Berlin gefahren, zur sowjetischen Botschaft gelaufen und dann mit einem anderen Besucher in das Gebäude gegangen. Dort hat er sich vorgestellt und darum gebeten, mit jemandem vom KGB zu reden. Daraufhin haben die Russen erst einmal lachen müssen. Nachdem sie ihre Fassung wiedergewonnen hatten, haben sie ihn fotografiert und seine Aussage auf Tonband aufgenommen. So wie es der BND macht, wenn er Menschen offen verfolgt. Die wollten anscheinend aus der Reaktion von Peter Karl bei einem Stresstest darauf schließen, ob er ein Mitarbeiter des BNDs ist. Später wurden einige Termine zur Übergabe von einigen wenigen Disketten mit Daten der Hacker gemacht. Diese Übergaben fanden in der Leipziger Straße 60 im Büro einer sowjetischen Handelsfirma statt. Das dürfte das einzige sowjetische Büro in ganz Ost-Berlin gewesen sein, das man vom Westen aus, zum Beispiel vom Axel Springer Hochhaus, sehen kann. Diese Information wird immer unterschlagen. Das KGB wollte also, dass der BND das Treffen sieht, weil denen klar war, dass die Hacker sowieso überwacht wurden oder sogar vom BND geschickt wurden. Karl Koch war auf politisch-intellektuellem Gebiet sehr interessiert und fähig. Als Computerhacker hat er einfach nur öffentlich zugängliche Computer angewählt und gelegentlich einige kleinere Probleme verursacht. Wie zum Beispiel die Frage der Verbuchung der für die Benutzung eines der angewählten Computers angefallenen Nutzungsgebühr von 75 Cent. Das hat dann zu seiner Enttarnung geführt. Der Grund für die Verfolgung Karl Kochs liegt mit Sicherheit in der vorherigen Verfolgung seiner Familie sowie in seinen politischen Aktivitäten und Ansichten. Man hat ihn dabei nach dem BND-Prinzip, niemand ist so unnütz, als dass er nicht noch als schlechtes Beispiel dienen kann, benutzt, um die Computerszene zu terrorisieren. Das hat gleichzeitig die tatsächlichen Motive für seine Verfolgung verschleiert. In der damaligen Zeit war der deutsche Staat sehr besorgt, sein Propagandamonopol durch die neuen Computernetze zu verlieren und ist mit ungeheurer Brutalität gegen die Computerszene vorgegangen. Auf www.totalitär.de sind einige politische Texte von Karl Koch wiedergegeben, die er mit Hilfe des Computers veröffentlicht hat. Damit ist er einer der ersten, wenn nicht der erste überhaupt, der die neu entstehenden Computernetze für politische Zwecke genutzt hat. Karl Koch hatte befürchtet, dass er von einem Geheimdienst der BRD ermordet werden könnte. Der folgende Text stammt aus Die Abschaffung der Dummheit von Karl Koch. Ich bin mittlerweile viel zu bekannt, als dass man noch versuchen könnte, mich brutal zu eliminieren. Für die Amerikaner würde das nur eine schreckliche Gegenpropaganda und Aktivierung von Viren zur Folge haben. Das einzige Land, das ein Interesse an meinem Verschwinden haben könnte, ist die BRD. In der Zeitschrift Tempo ist folgende Aussage des Landwirtes, der Karl Kochs Leiche gefunden hat, abgedruckt. An Selbstmord glaube ich nicht, sagt der Bauer Borsum, der den Tatort gesehen hat. Da draußen war es so trocken, dass ein Streichholz gereicht hätte, den ganzen Wald anzuzünden. Und der soll literweise Benzin verwendet haben. Es gibt auch Aussagen, nach denen das Gras unter Karl Kochs Leiche nicht verbrannt war, er sich also während er brannte nicht bewegt hat. Nach mehreren Quellen wurden am Tatort auch keine Schuhe gefunden. Und es heißt, Unstimmigkeiten am Fundort weisen darauf hin, dass die Leiche bewegt worden war. Dies könnte zu dem Schluss führen, dass Karl Koch an einer anderen Stelle gestorben ist und dort nur abgelegt worden war. Ein Verfassungsschützer aus Köln, der Karl Koch gejagt hatte, fand seinen Tod 1989 sehr, sehr merkwürdig. In der Zeitschrift Tempo finden wir außerdem folgende Informationen. Kein Abschiedsbrief, keine Erklärung, keine Hinweise. Wer ihn gekannt hat, ist ratlos. Die Geheimdienste anderer Staaten hatten, auch nach seiner eigenen Einschätzung, mit Sicherheit kein Motiv für einen Mord an Karl Koch. Die folgenden Informationen von Seite 41 der Dokumentation über Karl Koch zeigen, dass in den USA das Eindringen nicht als so schlimm angesehen wurde. Die Betreiber der in den USA angezapften Computer haben sich das einige Monate lang angesehen und die Aktivitäten aufgezeichnet.
Dann haben sie Karl Kochs illegal eingerichteten Account nach Ankündigung ihm gegenüber geschlossen und ihm mitgeteilt, dass er das illegale Eindringen in Computer in den USA in Zukunft unterlassen solle und dass Versuche liefen, ihn zu orten. Es wurde auch einem englischen Computerbetreiber gedroht, ihn nicht weiter mit Hard- und Software zu beliefern, wenn er den Account des deutschen Hacker auf seinem Computer nicht schließen würde. Was der Systemmanager dann nach Ankündigung gegenüber Karl Koch auch tat. Die Amerikaner hatten Bedenken wegen der Funktionsfähigkeit ihrer Systeme, was verständlich ist, da die Hacker erklärtermaßen versuchten, die Systeme zu stören. Und die Amerikaner haben auf angemessene Weise reagiert und die illegalen Zugänge einfach gesperrt. Und sie haben Karl Koch aufgefordert, das in Zukunft zu unterlassen, mit dem Hinweis darauf, dass man ihn identifizieren würde. Die NASA-Leute haben nach den spektakulären Hacks in ihren Systemen nicht einmal die Passwörter geändert. Das sagt alles darüber, wie ernst oder nicht ernst sie diese Fälle genommen haben. Auch folgende Informationen finden sich in der Tempo. Die SDI-Dateien waren weder geheim noch vertraulich. Das Pentagon hat gar nicht auf das Eindringen in seine Datenbanken reagiert und das Milnet des amerikanischen Militärs darf sowieso kein geheimes Material enthalten. Es ist also nur frei zugängliches Material nach Ost-Berlin geliefert worden. Auf www.totalitär.de findet sich eine ausführlichere Darstellung sowie politische Texte von Karl Koch.